Welche Filtermöglichkeiten sind im Power BI möglich? Genau das sehen wir uns nun im folgenden Video näher an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß beim Ansehen von diesem Video. Ich habe nun einen Power BI Bericht geöffnet und diesen werden wir jetzt nun gemeinsam hinsichtlich der Filtermöglichkeiten näher ansehen. Erster Schritt ist das Einblenden der Filtermöglichkeiten. Dazu gehe ich ins Menü unter Anzeigen und kann nun die Filter ein- und ausblenden. Ich blende diesen nun ein und sehe bereits ein Menü, das mir zwei Möglichkeiten grundsätzlich für die Filterung eines Berichtes anbietet. Möglichkeit Nummer 1, ich filtere nur für diese Seite, nur für diese HR-Dashboard-Berichtsseite. Möglichkeit 2, ich gebe einen Filter für alle Seiten. Das bedeutet, wenn ich eine Berichtsmappe aus vielen verschiedenen Power BI-Berichten habe, kann ich mit einem Filter alle gemeinsam filtern. Beispielsweise kann ich hier das Jahr angeben und habe nun alle Berichte auf das gleiche Jahr vorgefiltert. Beginnen wir mit der Auswahl Filter für diese Seite. Dann, in meinem Fall habe ich das Attribut Jahr hinzugegeben und habe nun die Möglichkeit, den Filtertyp zu bestimmen. Dieser kann erweitert oder auch einfach sein. Die einfache Filterung, wie man hier sieht, ermöglicht mir, ein spezielles Attribut auszuwählen. Und dieser Power BI-Bericht wird dann mit dieser Selektion vorgefiltert. Ich kann auch mehrfach Filterungen vornehmen. Und der zweite Typ, die erweiterte Filterung, bietet mir noch weitere Möglichkeiten an, beispielsweise eine intelligentere Filtermöglichkeit. Ich kann bestimmen, ob ein Wert kleiner, größer, ob er leer ist, nicht leer und so weiter. Und diese Filterbedingung kann ich noch mit weiteren Bedingungen verknüpfen. Das ermöglicht natürlich viele weitere Varianten in der Filterung. Wichtig ist, wenn ich nun eine Filterung vorgenommen habe, beispielsweise hier möchte ich den Bereich kleiner als 2020 und größer als 2005, dann muss ich hier auf Filter anwenden drücken, damit dieser Filter aktiv wird. Das wird häufig vergessen bei der Anwendung der Filtermöglichkeit. Nachdem ich nun die Filterung vorgenommen habe, passt sich nun auch mein Dashboard dementsprechend an. Wenn ich nun diese Filterung herausnehmen möchte, kann ich einerseits hier über Filter entfernen, das kleine X, oder auch hier diese Bedingungen mit Filter löschen vornehmen und habe nun sozusagen wieder alle Filter zurückgesetzt. Dieselben Möglichkeiten zur Filterung kann ich auch hier für den Filter für alle Seiten definieren. Die Vorgehensweise ist absolut ident zu jener einer einzelnen Seite. Wie ihr seht, lässt sich somit Berichtsmappen sehr gut vorfiltern und einschränken. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu helfen und tschüss, bis bald.